Bonjour. So, erzählt mal, was ist bis jetzt alles gelaufen von dem, Parkplatz, wo wir waren und gepipit haben, auf bis jetzt? Auf Französisch. Nee, bonjour, mesdames et messieurs. Continuez. Mach weiter. Also, erst einmal eine leichte Frage. Wie findest du den Verkehr? Den Straßenverkehr. Ja, ja. Muss ich dazu noch was sagen? Nein. Die fahren wie die Bekloppten. Ohne Scheiß. Die ziehen rüber, ohne zu gucken. Dann geben dir einfach die Spur weg. Das ist völlig scheißegal. Die rufen nicht mal so nach dem Motto, ich komme oder so. Nix. Unglaublich. Ja. Vor allem, da stand auch dann noch so ein großer Wagen oder so ein großer Transporter neben uns, obwohl es eine Gegenspur in jedem Fall ist. Das ist denen wirklich egal. Das ist denen völlig egal. Jetzt kommt Essi. Oh, ja. Merci. 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 So, jetzt gibt's Essen. Jetzt gibt's Gigenburger und Bacon-Burger. Tschüss. Bonjour. Bonjour. Dann stell dich mal vor, wie du heißt und so auf Französisch. Ich bin der Clemens. Nein, auf Französisch. Ich bin auch Clemens. Genau. Oh, jetzt kriegst du ein Kätzchen und ein Dingchen. Ein Sternchen heißt es, ja. Also ich, Icke und Französisch, ich nicht könne. Werde ich auch nicht können. Aber ich glaube, wir hätten ja anders sein. So, was haben wir jetzt vor? Wir laufen gerade durch Paris. Richtung U-Bahn auf dem Weg zum Eiffelturm, weil dort das Schiff abfährt auf der Seine. Richtig. Richtig. Vielleicht mal kurz zusammengefasst. Und was machen wir da? Mit dem Schiff auf der Seine fahren. Lausgeld. Macht Sinn. Lausgeld. Genau. Das Leuchtbrot, besser gesagt. Das Leuchtbrot. So. Lichter von Paris. Genau. Das hat aber auch mit dem Leuchtbrot. Ich hab schon gesehen, das sieht echt kalt aus. Was denn? Das, ja doch, ne? Das Schiff soll auch beleuchten. Aber das werden wir euch alles noch zeigen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann. Wie sagt man richtig? Auch genau. Oh, da, da. Adios. Adios. Also heißt Unterbahn, also die Dienstbahn praktisch Metropolitan. Ja. Mit der bis da, dann müssen wir laufen. Und wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Da sind wir. Und da müssen wir hin. Von da müssen wir laufen. Ja, dann mal gucken, ob wir das auch schaffen. Schaffen wir das? Yeah. Ich wollte auf Französisch sagen, aber das ist mir nicht eingefallen. Das ist nicht eingefallen? Auf jeden Fall auf Französisch. Naturellement. Naturellement, alles klar. Das Eiffelturm. Ich Anna. Ja. So, jetzt sind wir kurz vom Eiffelturm. Okay. Anna. Unser Souvenir, was wir sonst immer holen, haben wir auch schon gemacht. Ja. Hier oder geholt, alles. Gemacht wäre ja cool. Hier alles drin. Oh. Also nicht in der Anna, sondern hier. Weil auf die angezeigt in der Anna ist alles drin. Ich liebe diese Tasche. Das hab ich mal angefangen, aber das kann ich aufhören. Cool.
Also wie es aussieht, ist der Autofahrstress gelegt. Sie unterhalten sich jetzt über Taschen. Kaninchen. Lecker. Seife. Bonjour. Und da ist der Eiffelturm. Da ist er. Keine gesehen hat. Bis jetzt noch nicht. Eigentlich sehr traurig. Wir schon sehr oft. Ja. Sehr traurig. Weil sie mir heute auf der, in der Seine Delfine. Ja, es soll Haie geben. Ja, ganz und Wale. Toll. Und Wale, ja. Pottwale. Die französischen Wale. Die französischen Pottwale. Ja, hinter uns. Guck mal da. Ist das der Big Ben? Ja, das ist. Nee, das ist Empire State Building. Ah. Anna, was hast du? Das Brandenburger Tor wahrscheinlich. Ne? So, ja, dann. Das ist die Miniaturversion von Wünsch. Genau. So ein kleiner Einblick. Ja. Kleines Ding. So. Fahren wir erstmal gleich so, hoffentlich. Richtig. Erstmal muss das Schiff voll werden oder das Boot. Ja, ein Schiff. Das ist eigentlich Schiff. Nicht das Schiff. Das Schiff. Aber schon mal gegessen und getragen. Es werden auch Kinder zu. Oder? Da. Das ist der nächste Rap. Also, wenn die Leute schon später. Haben. Was? Was? Nix? Bis denn? Wer ist es? Autokram. Nein. Wo sind wir? Auf der Seine. Hier ist überall Seine. 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 En el curso de este crucero vamos a pasar bajo 22 puentes y descubriremos los principales monumentos de Cádiz. El comentario del estreno se puede escuchar en las audiencias que están dejando en cada ciudad, pero solo ahora. Pueden escuchar el idioma español con las cosas que hay al lado de la pantalla. Los baños se encuentran abajo, el enorme edificio que descubren a su izquierda con una cúpula de cristal se llama el Palacio Real. Fue construido en 1900 para la exposición universal y sirve para exposiciones temporales. Aber geil.
Kommt klar. Ich hab glaubt, dass die das ja sehe. Ja, ja. Gut, dass ihr das drauf gemacht habt. Da auch so ein bisschen. Ja. Lachen machen. Nein. Das ist so schön. Perfekt, thank you. Sind wir angekommen, ja? Mhm. Nummer 3. Oder ist schon 5, gell? Mhm. Wenn ich gerade laufe, schlage ich mir den Kopf an. Naja, ich war auch kurz davor. Hört ihr das? Mhm. Also, hier kann man sich dran gewöhnen. Ja. Ja, Leute, das ist cool. Naja, damals waren sie aber noch nicht groß. Da ist noch welche eingesperrt. So kriege ich das nicht. Echt? Ja. Dann war vier, kriegst du nicht. Echt? Ja. Echt? Natürlich. So, wir haben jetzt Nummer 4 auf Allemand. Allemand. Mehrere hundert Meter Hektar Fläche. Also normal laufen kann man hier nicht, außer man ist so groß wie Anna. Oh.
Mit dem ganz viele Einbrüche hier. Krass. Nee, das sind alles Puppen. Man sieht nichts, gell? Doch, da. Echt? Vor dem Ding, Puppen? Oder da, da ist das beste Licht. Ja. Dann nehmen wir auf, wenn wir... Kameramann. Ja, das ist ein Foto. Perfekt. Guck mal, ich will das Video aufnehmen. Siehst du? Guck mal. Guck mal. Lauf, lauf. Wie viel schon mal hier? Eine Lücke der Geschichte. Hier auch, fand ich auch. Guck mal, hier noch Hälfte so. Mhm. Das ist halt doch, wenn man es kaputt macht. Das ist Wasser. Das ist Wasser, oder? Aber das ist Wasser, oder? Dann machst du einen Knochen und mal reintunken. Ja, klar. Ist das was denn hier? Goldfische. Hä? Die haben gesagt, da setzten sie 4 Goldfische rein. Die hatten sich an die neue Umgebung gewöhnt, aber nicht keinen Nachfolger, also keinen Nachwuchs gezeigt. Die sind auch Knochen oder Steine? Teilweise. Steine. Hm, nee, nicht alles, oder? Also man muss sich hier ganz schön bücken. Also für große Leute ist das hier gar nichts. Was? Ich nehme gerade auf. Was ist damit? Ich muss mir den ganzen Weg wieder hoch, Leute. Also, das war's. Wir gehen alle wieder hoch. Man
sind wir mal gespannt, wie weit hoch das geht. Naja, so weit wir hier runtergerannt sind. Ah, vielleicht haben sie eine Abkürzung gemacht. Klar. Das war für uns. Aber natürlich. Das nächste Mal möchte ich den Aufzug. Oh ja, bitte. Oder wenigstens eine Treppe, die gerade runtergeht. Und nicht. Alter, warte. Echt schwindelig. Alter. Den Friedens. Nein, dann erst waren wir bei Petit Palais und Grand Palais. Ja, aber davor waren wir ja bei diesem Friedens. Was ist denn Friedens? Friedensblock. Nee, nicht, sondern. Andern. Andern. Oh, Wasser! Ja! Toll! Und ganz geradeaus geht es dann, glaube ich, zum Museum, ne? Da Louvre Museum. Genau. Wo auch die Mona Lisa drin ist. Haust. Soll ich schon gehen? Nee. Ganz geradeaus. Schön. Da ist das Museum. Was denn?